Genau. Dann wird es nicht so schnell schmal. Warum machst du das da? Da sollte er hin. So, jetzt müssen wir uns noch beraten, wie wir das Dach machen. Warte. Au! Ich brauche ein bisschen. Ich habe mir gerade den Fuß gebrochen. Ah! Ich brauche mir ein bisschen. Ich habe mir gerade den anderen Fuß gebrochen. Sag mal! Was mache ich denn hier überhaupt? Nein. Ja, es funktioniert. Mist. Ich hätte aus Obsidian sein müssen. Na klar, jetzt gibt's einfach eine Nackenschelle. Warum geht denn da mein Inventar auf, wenn ich esse? Was macht hier ein Boot? Das habe ich hier hingefahren letztes Mal. Das Dach. Sieht halt etwas übertrieben aus, das Haus. Ach. Frag mich, was ich mich bloß bei dieser Treppe gedacht habe. Oh, jedes Mal. Wie kommt man hier aufs Dach? Nee, ich hab dich gefragt. Wie kommen wir hier raus? Wir sind gefangen! Ich mache. Oh. Kam die Antwort? Ja. Tschüss. Oh, tschüss. Dann gehe ich wieder. Ich gehe wirklich? Mach doch. So, jetzt könntest du die Stufen mit Stufen hier, wo du jetzt hier mit Treppen, wo du jetzt die Halbstufen anbaust, ne? Mhm. Eine Reihe Treppen rummachen. Mhm. Und dann hier oben, ich zeig mal mit denen hier, ich weiß jetzt nicht, ob das geht. Das geht bestimmt nicht. So, guck, und dann eine Treppe da unten davor. Aber dann die genau andersrum. Verstehst? Ich hätte sonst gedacht, machen so. So, und dann vielleicht noch eine Reihe so eine Treppen und mehr nicht. Und dann flach. Oder? Du? Ja, weiß ich nicht. Warte mal. Hier muss ja dann... So, das sieht aus, ich kann ja keinen Steinziegel für die Treppen nutzen, weil das sieht ja sonst alles gleich aus. Nee, du musst dann was anderes nehmen. Nimm doch die rote. Rot? Ja. Was gibt's denn rot? Na, die normalen Ziegel. Ja, das passt nicht. Nee? Steinziegel und Ziegelstein? Nee, das ist nicht. Was kann man denn nehmen als Dachfarbe? Bruchstein würde auch blöd aussehen. So, verstehst du? Ja, lass das mal so. So als Beispiel. Was meinst du? Ja, das formuliere ich mir schon später so. Und dann könnte man sogar noch den Dachboden begehbar machen, weil das ist ja hoch genug, ne? Man kann auch noch eine Treppe machen. Oh. Könnte man, habe ich gesagt. Da kann man auch eine Leiter nehmen, da musst du keine Treppe machen. Nein, ich will keine Leitern. Den musst du. Jetzt musst du dein Template dann nochmal abändern. Was muss ich machen? Dein Template abändern. Warum? Ja, weil das jetzt viel höher ist. Warum? Ja. Warum? Warum? Natürlich, die Stützpfeiler müssen auch sein. Beim Dach doch nicht mehr. Das ist doch selbsttragend. Ich brauch sowas. Du brauchst was ganz anderes. Was denn? Statt am Hals. Achso, ich brauch einen Kaffee. Oh ja, der war auch schön. Halbem Herz. So. Dann machen wir das eben so. Das geht ja auch. Machen wir es eine Stufe höher. Dann kommt es genau hin. Pass auf.
Man könnte aber Nesselziegel nutzen. Ja, das wäre auch eine Idee. Bin nochmal weg. Guck mal, so, ne? Ja. Hui. Ich lasse das denn mal so, ne? Das so. Und auf der anderen Seite dann analog. Ah. Oh, ich gehe weg, hier sind Fliegen. Die Pferdäpfel sind leck. Mhm. Und die sind so schön rot. Mhm. Ja, die Pferde haben Hämorrhoiden, das ist Blut. Was? Ist was? Wird mir schlecht. Gar nicht. Ja. Hab vergessen, die Lauftaste zu drücken. So, Tür zu. Halt sie. Lass das. Dass der Steinziegel etwas wenig ist. Nesser, meinst du jetzt Stein? Hm. Ja, kann gut möglich sein. Wir haben gar nicht so viel abgebaut, ne? Wollten die Burg ja nicht kaputt machen. Oder die Festung. Hätten wir machen sollen. Wir gehen ja eh so selten ins Nesser. Ja, wir sollten da vielleicht dann nochmal hingehen. Ist es denn schlimm, wenn das jetzt nicht fertig wird? Ja, das ist ganz schlimm. Da kriege ich Pegel bei. Oh, geil. Manfred, weißt ist doch, denn ein ich mag Pickel keine halben Sachen. Ein Pickel, die... Die da. Steh du mal oben. Ich schlag dich runter zur Strafe. Wo muss ich den denn jetzt hinbauen? Da, ne? Was denn? Werf den Apfel hin. Du läufst einfach schön vorbei. Ich bin mitten im Bauplanungs-Dings. Ich habe das falsch gemacht. Glaube ich. Nee, ich habe es richtig gemacht. Faszinierend. Das ist tatsächlich richtig. Aber. Nein, die doch nicht. Langsam gewöhnst du dich an die Musik, ne? Ja. Was hab ich getan? Du hast ein Monster erschaffen. Ja. Nee. Bin ja schon von vornherein der Teufel gewesen. Entschuldigung. Der Teufel in Person. Wenn das schon die eigene Mutter sagt, dann ist es doch glaubwürdig. So weit ist es schon. Olli ist ein Teufel. Ja. Ein schlimmer Finger. Oh, mir tut die Pfote weh. So. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie ich das hier bastel. Das ist wieder der Nussknacker. Jetzt wird's wieder dunkel. Jetzt fange ich gleich wieder an zu meckern. Immer wenn man die Sonne braucht, ist sie nicht da. Warum kommt die Sonne? Dann ist ich auch feindlich. Kenn ich. So. Ich mach mir jetzt einfach mal hier Fackeln dran, damit ich was sehe. Ja. Richtig. Irgendwie hast du ja Betten dazu hergebracht, ne? Ich will das hier so abtragen. So. Ich hab sie auch extra aus blauer Wolle gemacht. Ach so, gute Nacht. Hast du da den ernsthaft jetzt schon hingelegt? Ja. So schnell bin ich nicht. Warte, ich muss noch schnell einen Pferdeapfel essen.
Ach ja, Krippi, leg dich in das andere Bett, das ist nett. Aber nicht explodieren. Pass auf, ich habe eine Schaufel. Rüben hat sein Ei verloren. Jetzt hat jeder gesehen, von wem das Ei kam. Wer da einen Eisprung hatte. Jeder. Nein. Jeder. Nein. Geht das, wenn ich das jetzt hier so daran frieme? Und wie sieht das aus? Oh, vor allen Dingen. Ja, sieht gut aus, wenn man gegen die Sonne guckt. Wie sieht das eigentlich da unten aus mit den schwarzen, schwarzen ist klar, roten Zwiebeln? Gut. Das wird ein monströses Gebäude. Aber wir übertreiben gern ein wenig, ne? Natürlich. Jetzt holt man noch seine drei Stufen wieder. So, ich muss hier mir mal was basteln. So, war das alles? Okay. Also es ist blöd, wenn man gegen die Sonne bauen muss, ne? Kann ich nicht von der Seite erstmal bauen? Ist doch besser. Beim nächsten Mal baut Ultman im Dunkeln. Nee, dann meckere ich ja auch wieder rum. Das ist immer so dunkel. Kennst mich doch. Kannst du auch den RR-Schilder wieder anmachen? Da stört dich der ja weniger. Nein. Wir bleiben jetzt bei Sildur. Da muss ich durch. Du hast das empfohlen. Das kann nur gut sein. Naja. Ich verlasse mich auf deine Experten. Ja, der Schilder ist auch gut. Das ist, weil ich das dunkle Holz genommen habe. Ganz einfach. Da muss ich jetzt durch, ne? Er macht es natürlich verkehrt. Es fällt natürlich runter. So, jetzt aber. Nein, den brauche ich. Jetzt klappt es. So. Ich weiß gar nicht, ob das geht, was ich mir hier vorstelle. So. Da die Schaufel. Jetzt hier wieder. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Doch, ich komme. Ich schaff's. Es geht? Nein, es geht nicht. Aber hier kann ich hinhüpfen. Und dann komme ich dahin. So. Das wollte ich doch bloß. Dunke. Also ich gehe mal kurz im Nessel, gehe noch ein bisschen Ziegel besorgen. Ja. Von hier unten sieht man das Dach einfach gar nicht. Ist doch nicht normal. Naja, wenn du das jetzt noch überstehend noch einen Rand drum rum machst, wie bei der Kirche zum Beispiel,
Aber weil das Haus auch so riesig ist, ne? Ja. Warte mal, ich geh mal, komm mal zu dir. Da sieht man auch nicht viel vom Dach, ne? Nicht wirklich. Ja, aber die Größe ist doch in Ordnung, oder? Ja, auf jeden Fall. Irgendwie, sonst wirkt das nicht wie ein großes Lagerhaus halt. Am Hafen hast du doch immer so eine riesigen Häuser, ne? Dim, dim, dim. Wie mache ich das mit der Spitze? Mit dem Pug? Ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob das geht. Die Fackel stört. Kann ich das hier oben? Nee. Wie mache ich das? Ich will das anders haben. Geht das überhaupt? Hallo Leo. Nee, das geht ja wieder nicht, ne? Doch, das würde aber, wenn ich das jetzt darauf... Wie soll man das denn hinkriegen? Das geht nicht. Ich kann die ja nur dagegen bauen. Nee, ich kann ja unten bleiben. Sieht doof aus. Das sieht doof aus. Willkommen in Nizza. Der Pigman guckt ja lustig. Der Schweinemann, Der Schweinemann? Ja. Er macht immer böse Sachen. Ja, weil es ein altes Schwein ist. Ja. Wie sind wir denn da hochgekommen? Achso, wir haben uns ja aber radikal hochgebaut. Weg. Ich will nicht alles gemacht haben. Die. 6 Stück habe ich noch. Verlierst du momentan auch so viel Essen? Ja, bisschen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das viel ist. Kann ich nicht sagen, du. So. Das wird dann... Vielleicht sollte ich so tun. So. Ja, jetzt ist genau die Sonne wieder auf der falschen Seite. Wie immer. Die ist eigentlich nie... Oh! Da ist ein Loch und da falle ich durch. Ein einziges. Oh, das ist ein Riesending da drin. Ich kann aber schon mal... Hier unten. Ich weiß noch nicht, wie ich das da unten mache. Hier ist ja Wasser. Wasser ist nass. Ich hätte mal das anders bauen sollen, ich Blödmann. Ich bin doof, fällt mir gerade ein. Jetzt habe ich mir das unnötig schwer gemacht. Ah, scheiße.
Obwohl, da kann eigentlich gar nichts passieren. Die Weihnachtsmusik, zufrieden? Ja. Warte mal, wir wollen mal was gucken. Eigentlich sollte hier Sand sein. Haha, ist auch. Und hier auch. Oh. Oh, ich ertrinke, ich ertrinke. Ich habe keinen Block in der Hand. Was sagt der Schüss? Ja, wie es sich gehört. Mein Plan ist misslungen. Ich muss mir hier noch Fackeln reinbauen. Ich sehe hier nichts. Ich mach mal ein bisschen leiser, ne? Jo. So. Ja, hatte ich hier schon so viele Fackeln hingebaut? Das ist ja kacke. TP, Oldman. Guten Tag. Ich will hier an dieser Seite noch Stufen runterkriegen. Bloß wenn ich das jetzt hier wegnehme, dann kommt gleich Wasser. Warte, ich mach das. Wenn du mir Erde gibst. Oh! Jetzt habe ich einen Block verbaut. Warte. Warte, schnell. Geh mal bitte. Warte. Ich muss meinen Fehler beseitigen. Ich stehe doch schon weit hier hinten. Tschüss. Erde. Hörst du das jetzt? Nein. Schade. Wir müssen, außen muss alles mit Erde aufgefüllt werden, ne? An der Kante, ne? Ich sorg dafür. Das ist schön. Ich muss mir nämlich über den, um den Arsch Gedanken machen. Ja, das ist viel zu groß gedacht von mir. Aber ist egal. Ich hatte nur wirklich keine Vorstellung, wie das sein muss. Und ich wollte jetzt hier nicht mit Millimeterpapier anfangen, was aufzumalen. Hey, wie komme ich denn wieder hier hoch? Hilfe! Nicht ertrinken. TP dich. Ach, kannst du nicht. Soll ich dich TP'en? Guten Tag. Aha. Da ist er ja. Was hast du da in der Mitte gebaut? Ja, das ist geil, ne? Das ist ein Rätsel.